Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Ja, in der letzten Folge haben wir ja doch noch so einiges machen können und irgendwie gleichzeitig doch nicht so viel gemacht. Wir haben noch einen neuen Flyer bei uns gefunden, aber der Rest, der war jetzt so... Moment, Ausdruck. Eine Adresse irgendwo in Port Nicola. Adresse irgendwo in Port Nicola. War das von der Halliwell? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Universität, Stadtzentrum. Achso, Universität ist das, wo wir beklaut wurden. Achso, das ist mein Punkt. Ach. Können wir mit dem Typen jetzt noch sprechen? Moment, Skulptur? Ich habe zu viele raubkopierte japanische Filme gesehen, um mich neben dem Ding hier entspannen zu können. Okay. Frage ist, können wir mit dem nochmal reden? Weil der muss uns der doch irgendwie F-Stop. Helfen. F-Stop. Was für ein versauter Name für einen Fotoladen. Es war aber auch alles nur das Gleiche, obwohl da zwei Dinger waren. Tür. Plakat. Ja, Plakat hatten wir uns ja auch schon angesehen. Werbung für eine Firma namens Vision Laser Printing. Gucken, ob wir mit dem nochmal sprechen können vielleicht. Ich hab dir doch gesagt, wir haben geschlossen. Bis später. Hau rein, Bro. Ja, anscheinend nicht. Okay, das war eine schnelle Konversation, auf jeden Fall. Den hat man schon angesehen, ne? Logan D. Die Spedition ihrer Wahl. Ich hab noch nie gewählt. Tja, sagen wir nichts zu, ne? Auf der einen Seite schlecht, auf der anderen Seite das ganze System, so funktioniert halt eben nicht. Das haben wir uns alles schon angesehen. Was war das nochmal? Eine 30 Punkte lange Liste von Bibliotheksregeln. Die Bibliothek will nicht, dass man auch nur ansatzweise Spaß in der Bibliothek hat. Doch, man darf die Bücher lesen. Mama wollte immer, dass ich mehr lese. Die einzigen Bücher, die ich durchgelesen habe, waren Bedienungsanleitungen. Das kaufe ich ihm sogar ab. Ach so, da hatten wir was ausgedruckt. Das war's, ne? Vision Laser Printing. Ich weiß aber nicht, was man jetzt genau... Verkehrsgesellschaft Port Nicola? Print Address... Ist das die, wenn ich jetzt so gucke, Moment, hier ist der Hafen, hier ist dann die Universität. Ich glaube, hier ist dann, wo wir sind, oder? Ich habe noch eine Adresse gedruckt. Ich schmeiß die alte weg. Jetzt habe ich gar... Doch. Ein Ausdruck aus dem IBV mit einer Adresse drauf. Ich frage mich, ob das die Adresse des RHC-Lagers ist. Aha. Da sagt er was anderes. Eine Adresse in Portnick. Ich frage mich, ob das die... Aha. Ich dachte jetzt eigentlich... Oh, hallo Harper. Ich dachte jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, ihr könnt uns vielleicht weiterhelfen hier mit dieser Sache, dass keine Lieferungen kommen, aber... Hast du schon mal von Aquila gehört? Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Wo? Ich kann mich nicht wirklich erinnern. Tut mir leid, Harper. Ich muss los. Ciao. Ja, das hat uns ja sehr weitergeholfen. Fragen wir doch mal unsere, ja, quasi neue Freundin. Hey, Halliwell. Hey, Harp. Das ist jetzt alles nicht weiß. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich habe noch eine Adresse. Ach so, weil die eine Adresse schon kontrolliert hatte. Deswegen sagt er das jetzt. Ich habe noch eine Adresse gefunden, die uns vielleicht zum RHC-Lagerhaus führt. Okay, lass uns mal nachschauen. Also, ich habe die Adresse bei Orwell.com in die App zur freundlichen Straßenüberwachung eingegeben. Tut mir leid, Harper. Keine Spur von dem Lagerhaus. Mist. Tut mir leid. Ich suche weiter. Lagerhaus. Okay, also müssen wir ihr eine Adresse geben mit dem Lagerhaus. Hey, Halliwell. Hey, Harp.
Hast du mal versucht, die Fotos von der Rangerin selber zu entwickeln? Ich war immer eine richtige Niete in Chemie. Du kennst dich doch mit technischem Zeug aus. Warum versuchst du nicht dein Glück? Ich? Auf keinen Fall. Wahrscheinlich zünde ich mich dabei an. Oh, hör schon auf. Hier ist der Film. Na gut, ich schau, ob ich es hinkriege. Also lag ich doch gar nicht so falsch. Aber das heißt, ob wir dann jetzt nochmal mit dem sprechen können eventuell, dass der uns das sagen kann, weil wir haben doch keine Ahnung von dem Ganzen. Wir haben auch nichts, wo man das lesen kann oder so. Hast du jemals von einer Organisation namens Aquila gehört? Ich habe so ein Gefühl, dass sie was mit der Sache zu tun haben. Lass uns mal schauen. Aquila ist ein Sternbild, mindestens zwei Metalbands und ja, irgendeine spirituelle Gruppe in Port Nicola. Aquila, der Weg zur Erleuchtung. Vielleicht ist es nur ein Zufall, aber als Patty Silverdale mich zum ersten Mal kontaktierte, hat sie den Decknamen Adler benutzt. Und? Aquila ist lateinisch für Adler. Ich wusste das. Wollte dich nur mal testen. Aber als Caldero seinen Anfall in der Höhle hatte, hat er auch über Adler gesprochen. Vielleicht sollten wir deinem Gefühl weiter folgen. Ja, bin ich auch für. Professor McBride hat für die RHC gearbeitet. Wusstest du das nicht? Ich dachte, du wärst mit McBride gut befreundet. Du wusstest es? Ich bin Journalistin, Harper. Ich mache meine Hausaufgaben. Hier, schau dir diesen alten Zeitungsartikel an, den ich gefunden habe. Okay. Ich kann nicht glauben, dass du mir nicht erzählt hast, dass Professor McBride für die RHC gearbeitet hat. Naja, er hat für eine der Firmen gearbeitet, aus denen RHC nach der Fusion hervorging. So seltsam ist das nicht, Harper. Er ist Wissenschaftler und die RHC ein bedeutendes Pharmaunternehmen. Ja, aber trotzdem. Ich meine, also echt, weißt du? Ja, schon. Guter Punkt, Harper. Ja, guter Punkt. Was ist so besonders an diesem Artikel? Er wurde kurz vor der Firmenfusion 1992 geschrieben. Schau mal auf das Bild. Ja, und nun? Also RHC, das wird wohl der Container sein. Das ist am Hafen. Die Leute kenne ich jetzt gar nicht. Oder ist... Nee, das eine ist nicht der Cleaner, ne? Das war ja nicht. Das Symbol hier habe ich schon mal gesehen. Ja, September 1992, internationaler Pharma-Gigant, baut Hauptquartier. Der kürzlich gegründete Mischkonzern der Rancho Health Corporation kündigte heute an, dass Port Nicola Heimatstadt eines globalen Hauptquartiers werden soll. Das beeindruckende Design des Architekturbüros Lamar & Green verspricht ein modernes Gebäude, das die Skyline der Stadt dominieren wird. Bei einer Pressekonferenz am Standort des neuen Hauptbüros kündigte Dr. Patrick Rancho links an. Dr. Patrick Rancho, aber den haben wir noch nicht gehört, glaube ich. Port Nicolas wachsendes Industriegebiet neu zu beleben. Die logistisch gut angebundene Stadt Port Nicola mit ihrer Universität und der wirtschaftsfreundlichen Steuerpolitik ist ein idealer Standort für ein international agierendes und zukunftsgerichtetes Unternehmen wie die RHC. So Rancho gegenüber der Times. Obwohl Rancho, doch, das sagt mir irgendwie was. CEO Dr. Patrick Rancho wies Fragen über die aktuelle Welle von Entlassungen wirtschaftlichen Personals in seinen Unternehmen zurück und beschrieb sie als bedauernswerte, als unvermeidbare Konsequenz der Restrukturierung. Seine Aussagen schränken Gerüchte von Geschäftsinsidern, Rancho würde nach dem Zusammenschluss in Rente gehen, ein. Nach dem heutigen Auftritt sieht es danach aus, als würde Doc Rancho selbst das Unternehmen in das nächste Jahrtausend führen. Das ist aber auch nicht der Professor in Jung, oder? Da steht Rancho Senior auf dem Gelände, auf dem die neue RHC-Zentrale hier in Port Nicola gebaut werden sollte. Nur, dass Rancho Senior dann gestorben ist, der Junior das Ruder übernahm und es nie gebaut wurde. Und? Es ist klar, dass Rancho Senior dieses Gelände besaß. In den öffentlichen Behördendaten zur RHC findet sich aber kein passender Grundbucheintrag. Die RHC muss ihre Firmengeheimnisse irgendwo verstecken. Warum also nicht in einer Zentrale, die nie gebaut wurde? Okay. Du glaubst also, die RHC hat eine geheime Zentrale in Port Nicola?
Klingt bescheuert, was? Aber je mehr ich über diese Geschichte herausfinde, desto stärker wird mein Gefühl, dass ich meinen Irrenradar neu kalibrieren muss. Also, wie finden wir diesen Ort? Genau hier wird die Sache kompliziert. Rancho Senior und der Architekt sind tot. Und nirgends steht, wer das Foto aufgenommen hat. Also habe ich in den sauren Apfel gebissen und das Internet stundenlang nach einem blauen Lagerhaus in Port Nicola durchsucht. Du weißt aber schon, dass das blaue Lagerhaus ein Erotikvideoverleih ist. Jetzt schon. Aber schau mal, was ich gefunden habe. Sieht aus, als wäre es das gleiche Lagerhaus. Kannst du mit den Bildern herausfinden, wo dieser Ort ist? Eigentlich hatte ich gehofft, dass du das machen könntest. Mir ist klar, dass das Material etwas dünn ist. Aber ich muss dringend schreiben. Und ich bin mittlerweile echt lagerhausblind. Okay, ich gebe mein Bestes. Die Frage ist, von außen können wir wahrscheinlich gar nicht reingucken, ne? Das heißt, wir müssen immer noch erstmal den Zugriff auf diesen scheiß Hafen da kriegen. Du willst also, dass ich dieses Lagerhaus aufspüre? Wenn du kannst. Die RHC verbirgt irgendwas. Und ich wette, wir finden es dort. Das reicht erstmal. Okay. Bis später. Bis dann, Harper. Ja, hat sich nicht zu dem entwickelt, was ich gedacht hatte, aber wir haben auf jeden Fall noch einiges Neues. Das ist jetzt die Zeitung, die wir gesehen hatten, genau. Hat sie uns nicht danach noch was gegeben? Doch, hier dieses Foto, genau. Ach, das ist doch die eine. Aha. Moment, also erstmal gucken wir mal hier mit dem EBV, ob wir da eine Adresse vom Hafen rauskriegen. Weil, ja gut, das ist ja das hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so machen kann, keine Ahnung. Ich habe noch eine Adresse gedruckt. Ich schmeiß die alte weg. Ich denke mal nicht, dass das jetzt so einfach geht, aber ich probiere es trotzdem mal. Hey, Halliwell. Hey, Harp. Ich habe noch eine Adresse gefunden, die uns vielleicht zum RHC-Lagerhaus führt. Okay, lass uns mal nachschauen. Also, ich habe die Adresse bei Orwell.com in die App zur freundlichen Straßenüberwachung eingegeben. Tut mir leid, Harper. Keine Chance. Mist, ich suche weiter. Ja, warum sollte auch ein Lagerhaus mitten am Hafen sein? Na gut, mit ihm, denke ich mir mal, wird nichts Neues sein. Obwohl, wir müssen es ja jetzt selber entwickeln. Vielleicht kann er uns da helfen. Ich hab dir doch gesagt, wir haben geschlossen. Ah! Ich muss ein paar Fotos entwickeln. Auf analog umgestiegen, was? Fett. Ich weiß nicht. Da steht KF20 auf der Spule. KF20? Nein. Im Ernst? Warum? Was ist KF20? KF20 ist ein super seltener, großformatiger Film aus dem Zweiten Weltkrieg. Oh. Riesige Negative, 12 Zentimeter groß. Fantastisch für Landschaftsaufnahmen. Fett, dass du sowas gefunden hast. Lass mich mal hinten nachsehen, ob wir noch Entwicklersets haben. Tut mir leid, Bro. Ich habe nur noch das Ausstellungsmuster und da fehlt einer der Chemikalien. Welche Chemikalie fehlt denn? Die Entwicklerflüssigkeit. Die Entwicklerflüssigkeit ist wichtig, oder? Das ist sie, Bro. Ohne die kommst du nicht weit. Und du hast keine Entwicklerflüssigkeit mehr im Lager? Keine Chance, Bro. Es sei denn... Ja? Wenn du die Bilder wirklich entwickeln willst... Das will ich. Dann könntest du dir etwas Kaffee Null machen. Kaffee Null, Kaffee Null. Ich hab da mal von gehört. Was ist Kaffee Null? Kaffeenol ist eine selbstgemachte Entwicklerflüssigkeit aus Kaffee. Deine Schnappschüsse werden nicht die schärfsten oder hellsten sein. Aber hey, hausgemachter Entwickler. Wie mache ich Kaffeenol? Du ziehst es durch. Cool. Nimm etwas Instant-Kaffee. Keinen frischen, keinen entkoffeinierten, Instant. Hau ein bisschen Backpulver rein und boom, selbstgemachte Entwicklerflüssigkeit. Füg noch ein bisschen Vitamin C hinzu, sonst dauert es Stunden, bis der Film entwickelt ist. Instant-Kaffee, Backpulver und Vitamin C. Klingt einfach. Yep. Hier, nimm das Entwicklerset. Du wirst es brauchen, sobald du das Kaffee Null fertig hast. Danke, Mann. Okay, ich hab's aufgeschrieben. Bis später. Hau rein, Bro. Ja, cool. Lohnt sich ja doch immer wieder 20 Mal mit den gleichen Leuten zu reden. Die eine saß jetzt im Hafen, ne?
Es war doch diese Skaterin hier. Entschuldigung. Was? Hey, was ist Aquila? Was ist was? Dieser Aquila-Flyer, den du mir gegeben hast. Was ist das? Ich weiß nicht, wovon du redest. Als du mir mein Zeug zurückgegeben hast, war dieses Aquila-Ding dabei. Ich hab keine Ahnung, Mann. Diese Aquila-Leute versprechen Erleuchtung. Passt doch ganz zu der Art von Nonsens, die du so verbreiten würdest, oder? Hör zu, Kumpel. Ich weiß einen Scheißdreck über deinen komischen Flyer. Ja, ich wurde mal bezahlt, um diese Dinge an beeinflussbare Typen zu verteilen. Aber das war's auch. Wenn du mehr wissen willst, lies dir das dumme Ding doch durch. Ich meine, aber das hatten wir schon, ne? Naja, ich halte mich lieber von dir fern. Yep. Ach so, das ist das Entwicklerset. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Foto. Ich glaube nicht, dass sie das interessiert. Na, ich weiß nicht. Also ich meine, das ist sie. Ich würde hundertprozentig sagen, das ist sie. Nicht da raus. Komm mal nach hier. Drüber klettern wollte ich nicht. Da sind ein paar echt fiese Stachel auf dem Zaun. Kartenlesegerät, aber wir können immer noch nicht hier diesen USB-Stick dafür nehmen, ne? Damit gehe ich lieber vorsichtig um. Halliwell hat gesagt, er wäre illegal. Wir haben Backpulver und wir haben Kaffee, aber keinen. Ein 7-Dollar-Kaffee. In Yaletown kriegt man für 7 Dollar ein ganzes Kaffee. Wir haben kein Kaffeepulver, ne? Entschuldigung. Was darf sein? Ich schau mal wieder ab. Wiedersehen. Alter, ich will doch nur wissen, ob die Kaffeepulver hat. Also ob die uns was geben kann. Kisten, da sagt er aber auch immer nur, das sind die Blablabla-Leute, oder? Hier ist eine Zeitung. Die aktuelle Ausgabe der Times. Die habe ich aber dann wieder zurückgelegt, glaube ich, ne? Doping-Skandal bei den Seagulls, ja. Ich lasse sie hier, damit sie andere auch noch lesen können. Öko-Keramik GmbH und CO2 KG. Oder kriege ich das Kaffeepulver bei der Halliwell? Ein sieht so aus, als wären sie vor kurzem geliefert worden. Hey, Leroy. Hey, Kumpel. Ich muss los. Mach's gut, Kumpel. Da können wir auch nichts mit Kaffee irgendwie. Die können wir auch nicht nehmen. Also, die einzige, die Kaffeepulver haben konnte, war halt jetzt hier das Geschäft. Stadtzentrum ist das, ne? Ja. Das Geschäft, Hannibal vielleicht noch, Restaurant, können Restaurant wir immer noch nicht Celine. Rein. Schade, ist wohl geschlossen. Wie läuft's, alter Mann? Naja, die NSA hat mich noch nicht gekriegt. Schwacher Trost, hä? Kaffeepulver haben wir hier auch nicht. Können wir von ihr welches kriegen? Hey, Halliwell. Hey, Harp. Bis später. Bis dann, Harper. Auch nicht. Geschirr. Hier kann man auch nichts öffnen. Ist auch kein Backpulver dabei. Lampe ist klar, Wäscheleine ist klar, Spiegel. Also nicht Backpulver dabei. Backpulver haben wir ja. Kaffeepulver meine ich. Also, wir haben. Wir hätten noch eine Orange. Ich weiß aber nicht. Ja, Instant. Aber wir brauchen ja alle drei. Wir brauchen Instant-Pulver.
Backpulver, das haben wir ja. Vitamin C, okay, das würden wir jetzt von der Orange kriegen. Aber was ist mit dem Kaffee? Können wir den Kaffee irgendwie trocknen oder sowas? Ich weiß es nicht. Das ist aber, nehme ich mal stark an. Moment, ist das ein Kaffeezeichen? Das ist blau. Und die Zeitung? Das ist hier auch das Blaue. Also das Zeichen hat sich geändert, aber die Farben, die sind gleich. Ja gut, die können natürlich alle blau sein, ne? Die unentwickelten Fotos, die Rangerin Jervis in Yelltown gemacht hat. Eine Lupe, um Text zu vergrößern oder um Ameisen zu verbrennen. Ganz nach Geschmack. Okay. Moment, Spule, Entwicklungsdose, Fixierer. Achso, Moment, Handbuch? Vielen Dank für den Kauf. Diese Schritte müssen Sie in einer Dunkelkammer durchgeführt werden. Sie können alle Lichtungsquellen blockieren. Zusätzlich zur ausreichenden Beleuchtung. Wenn Sie Ihre Dunkelkammer fertig ist, öffnen Sie die Filmdose. Erweitern Sie die Entwicklungsrolle, um Ihrer negativen Größe zu entsprechen. Das Negativ ist offensichtlich in die Spule ordentlich in die Spule gewickelt. Legen Sie die Spule in den Entwicklungstank und fügen Sie den Entwickler zur Markierung X hinzu. Ersetzen Sie den Deckel des Tanks und versiegeln Sie ihn. Weitere Informationen. Diese Zeit verstrichen ist, geben Sie. Was? Gehen Sie mit dem Entwickler fort? Wie gehen Sie mit dem Entwickler fort? Fügen Sie den Fixierer dem Tank hinzu, bis X den Deckel versiegelt. Rühren Sie ihn vorsichtig. Wie rühren? Gießen Sie den Halter und füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser. Rühre 2 Minuten lang. Gießen Sie das Wasser aus und entfernen Sie die Spule. Entfernen Sie vorsichtig den Negativ von der Spule und entwickeln Sie den in der Kante. Hängen Sie Ihren entwickelten Film dort auf. Also Entwicklungstank, da muss ich jetzt die Sachen reinmachen, oder wie? Backpulver. Ach ja, Mann. Das ergibt keinen Sinn. Nee, ich will das ja auch öffnen. Ich kann auch keine Bilder auf den Negativen sehen. Die unentwickelten... Ja, ich wollte ja auch das Entwicklerset nehmen, Mann. Kann ich aber nicht. Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut zusammen. Lieber nicht. Das kann ich nicht machen. Muss ich dann auch noch was finden, um die Orange hier... Das könnte helfen, etwas Kaffeinol zusammenzumischen. Moment! Nein! Dafür brauche ich Instant-Kaffee. Ja, ich weiß. Ein Flickset, um kaputte Reifen zu reparieren. Kaputte Reifen... Bringt uns aber auch nicht weiter. Aber wie mache ich Instant-Kaffee? Oder wo kriege ich Instant-Kaffee her? Sagen wir es mal so. Im Moment haben wir 2 Bilder. Hä? Wo kommt das Bild denn jetzt her? Das funktioniert so nicht. Ey, keine Ahnung, wo ich jetzt das 2. Bild her habe, ganz ehrlich. Das ist die Karte. Können wir denn... Können wir die Bilder irgendjemandem zeigen vielleicht? Schrottplatz, vielleicht die Frau... Ja, die hat ja einen Kaffee da unten. Oder können wir ihr das zeigen vielleicht? Ich denke nicht, dass ich ihr das zeigen sollte.
Ja, das andere habe ich ja schon versucht zu zeigen. Vielleicht kann ich sie ja fragen. Die kennt ja die Leute hier. Vielleicht war sie das ja auch. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe gedacht, es wäre eine andere. Nee, das wird sie nicht interessieren. Ach komm, wo ist denn das andere? Nee, das wird sie nicht interessieren. Ich werde jetzt einfach jedem die Bilder zeigen, so. Das wird ihn nicht aufmuntern. Ja, nichts davon wird ihn aufmuntern. Das wird ihn nicht aufmuntern. Wenn ich hier irgendwie ein Bild von seinem Schrottplatz hätte oder sowas, aber ich habe ja auch keine Kamera. Obwohl? Vielleicht in einem Film, den ich entwickle. Ist da ein Bild von der... Aber, na gut. Es wäre ein großer Zufall, wenn da ein Bild drin wäre von... Universität. Achso, ja, ihm könnte ich das auch mal zeigen. Stimmt. Ach, Moment. Er hat aber keinen Instant-Kaffee, oder? Hallo, Professor. Hallo, Harper. Haben Sie jemals von einer Gruppe namens Aquila gehört? Aquila? Ja. Kennen Sie die? Nein, sagt mir nichts. Wer sind die? Offenbar irgend so eine spirituelle Selbstverbesserungstruppe. Ich an deiner Stelle würde mich da raushalten. Klingt nach Betrug. Bis später. Mach's gut, Harper. So. Ich sollte die Zeit des Professors nicht damit verschwenden. Ja, ist ja gut. Ich sollte die Zeit des... Was ist das andere? Ich sollte die Zeit des... Dann geh raus, Mann. Wenn der schon keinen Instant-Kaffee hat. Ach, da habe ich das Bild gesehen. Eolos Ökotech halten hier nächste Woche ein Seminar über erneuerbare Energien. Das schwarze Brett ist voll mit Anzeigen. Mitbewohner gesucht, Poetry Slams, ein anarchistischer Kuchenbazar. Der ist bestimmt nicht leicht zu organisieren. Okay, aber mehr hier rechts rüber gehen oder sowas konnten wir auch nicht, ne? Ja, dann geht er wieder raus. Universität bin ich gerade, Stadtzentrum. Zeigen wir ihr jetzt die Fotos. So. Hey, schau mal. Kennst du die? Ich glaube nicht. Ich treffe so viele Leute hier in der Bibliothek. Das ist Amber, das Mädchen, das vermisst wird. Wirklich? Oh, ich kannte sie nicht. Ich hoffe, ihr geht's gut. Okay, das war jetzt nicht viel, aber zumindest mal, ich könnte was machen. Ich sollte ihre Zeit nicht damit verschwenden. Ich will nicht aus... Ja, ist ja gut. Ich sollte ihre Zeit... Okay, also die Vermisstenanzeige darf ich zeigen, aber das darf ich nicht zeigen. Achso, das ist die Karte. Hey, Trish. Oh, hallo, Harper. Ich muss los. Ciao. Die sind immer alle so nett zueinander. Wo soll ich denn hier Instant-Kaffee herkriegen? Spedition Logan D. Sieht aus, als hätte dieser Truck seit Wochen nichts mehr ausgeliefert. Ich spreche jetzt nochmal mit dem Typen hier. Wie läuft's, alter Mann? Hä? Naja, die NSA hat mich noch nicht gekriegt. Schwacher Trost, hä? Wofür habe ich eigentlich die Leselupe bekommen? Oder konnte ich die... Das muss nicht vergrößert werden. Wahrscheinlich bräuchte ich die später erst, wenn ich irgendwas entwickle oder so, ne? Das muss nicht vergrößert werden. Gucken, vielleicht bei dem einen Foto noch? Das muss nicht vergrößert werden. Na gut, war halt alles ein Versuch wert. Irgendwas sagt mir, dass der Opa nicht viel mit jungen Leuten abhängt. Ich sollte vermutlich jemand anderem den Flyer zeigen. Naja, das haben wir ja im Endeffekt schon gemacht. Das will ich nicht mit diesem alten Spinner teilen. Hallo? Ich meine, er hat so komische Momente, aber... Das will ich nicht mit diesem alten Spinner teilen. Ja,
Der kann uns auch nicht weiterhelfen, ne? Wir haben Oh, du bist's. Wie läuft's mit dem Café Null? Ich arbeite dran. Geil, Mann. Bis später. Hau rein, Bro. Guter Toner lässt die Herzen der Leute bei Vision Laser Printing wirklich höher schlagen. Tja, dann würde ich sagen, ich weiß mittlerweile auch nichts mehr. Ich meine, die Fotos, die haben wir ja von ihr anscheinend bekommen, ne? Das gehört jetzt mir. ach so, Moment. Kann ich das Flickzeug? Man kann vieles flicken. Das hier nicht. Das nicht, okay. Ich glaube nicht, dass Halliwell dieses Flickset jemals benutzt hat. Ja, aber wofür haben wir eine Fahrradpumpe und alles, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut, damit die Folge nicht zu lange wird und ja, weiß nicht, überlegt nochmal, wo man vielleicht nochmal was machen könnte. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Instant-Kaffee jetzt herkriegen soll. Wir müssen ja auch immer noch in den Hafen rein, da können wir ja auch nicht rein, wir können ja auch nicht wirklich einbrechen und nichts. Hier wie heißt der nochmal, unser Freund hier, der da halb tot an der Bar ist, da vom Schrottplatz. Den müssen wir doch irgendwie versuchen aufzuheitern. Ich meine, weiß ich nicht. Vielleicht ist auf dem Film ja auch ein Foto vom Schrottplatz drauf oder sowas, was ihn aufheitert. Oder ich habe absolut keine Ahnung. Also vielleicht sind da ja mehr. Natürlich sind da mehrere Fotos drauf. Deswegen könnte das natürlich noch eine Option sein. Dann könnten wir vielleicht seine Karte haben, obwohl ich mir da nicht so sicher bin. Aber weil er ja meinte, dass er selber zum Hafen muss. Aber das wäre noch eine Option. Aber irgendwie müssen wir ja vorher erstmal das Ganze entwickeln. Und dafür brauche ich halt diesen Instant-Kaffee. Und ja, ich finde halt hier sonst auch nichts mehr. Kleiderschrank. Ich sollte nicht in Halliwells Sachen rumwühlen. Nee. Also ich habe absolut keine Ahnung. Wie gesagt, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Vielleicht, wenn ich da nochmal eine Nacht drüber geschlafen habe oder sowas. Vielleicht finde ich dann eher was oder sehe irgendwas. Kombiniere irgendwas, das können wir dann nochmal probieren, vielleicht ein paar Sachen zu kombinieren, aber erstmal habe ich absolut keine Ahnung. Vielleicht müssen wir noch eine andere Adresse herausfinden, dadurch triggern wir was anderes, ich weiß es nicht. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen, wir sind immerhin schon mal einen Schritt wieder weitergekommen heute und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!